Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich, liebe Zuschauer. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Gleich ist es soweit. Heute ist es wieder soweit. Es kommt zum absoluten Klassiker zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Und wenn wir uns die Statistik ansehen, dann dürfen wir uns wohl, wie so oft, auf ein echtes Spektakel freuen. Ja, kein Wunder bei den Offensivkräften, die da unten auf dem Platz stehen. Da versammelt sich mit das Beste, was die Fußballwelt zu bieten hat. Nicht umsonst liegt der Torschnitt im Clásico bei deutlich über 3 Treffern pro Partie. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barça. Sie treten ihn heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Defensiv machen sie es gut. Groß. Real Madrid spielt heute gegen Barcelona. Das Team mit der besten Heimbilanz gegen das Team mit der besten Auswärtsbilanz. Und das dürfte spannend werden. Die einen stark zu Hause, die anderen stark in der Fremde. Ich bin gespannt, wer seine Bilanz hier weiter ausbauen kann. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Suárez jetzt. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Kein guter Ball von Modric. Der Ball ist wieder bei Real. Rakitic. Und Busquets. Jetzt der Angriff von Barça. Und er schießt. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Nun Ronaldo. Klasse Technik. Und Ballverlust Rakitic. Den Angriff blockt er ab. Klasse aufgepasst. Neymar bekommt den Ball auf den Flügel. Und Ramos energisch. Hat den Ball. Iniesta. So, jetzt Barça am Ball. Navas. Und hier wird es Einwurf geben. Carvajal. Nun Gareth Bale. Bale. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Er kann ihn reinbringen. Das war gut verteidigt. Ball in den Strafraum von Bale. Das hätte gefährlich werden können, aber das lösen sie gut. Und jetzt vielleicht die Chance, schnell nach vorne zu spielen. Das macht er gut. Chance zur Führung. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Freistoß gepfiffen gegen Pepe. Piqué jetzt am Ball. Und jetzt Mascherano. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Klasse Tackling. Abwehr hat aufgepasst. Ball bei Bale. Einwurf für Barcelona, der Ball im Aus. Und nun Mascherano. Guter weiter Ball auf Neymar. Barcelona mit dem Angriff.
Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Pepe. Und Carvajal. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Im Moment ist Barcelona zu harmlos. Folgerichtig noch kein Tor für die Katalanen. Abgefangen, gut gemacht. Benzema. Da trennt er ihn fair vom Ball. Und Bale. Bale. Jordi Alba jetzt. Und Neymar treibt den Ball nach vorne. Da setzt er sich gut durch. Und da verlieren sie den Ball. Und Ronaldo. Rodriguez. James Rodriguez hat bei der WM 2014 nicht nur viele, sondern vor allem das schönste Tor des Turniers geschossen. Ach, dieser Wahnsinns-Volley in der Partie gegen Uruguay. Also natürlich völlig zu Recht hat der Kolumbianer den Puskas-Preis für das Tor des Jahres bekommen. Bale. Jetzt geht's nach vorne mit Bale. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. James Rodriguez! Ganz starke Aktion vom Torhüter. Das gibt Ecke für Real. Ter Stegen kann hier mit der Faust klären. Sehr gut aufgepasst. 0-0 zur Pause bisher. Es kann weitergehen. Hier im Santiago Bernabeu legen wir los mit den zweiten 45 Minuten. Neymar. Klasse Technik. Das könnte eine Gelegenheit werden. Tolle Flanke. Das sah einfach aus, aber natürlich muss der Abwehrspieler hier auch erstmal richtig stehen. Schlechter Ball von Bale, jetzt ist er weg. Ivan Rakitic. Und nun ein Schuss. Der ist drin und jetzt führen sie. Da übernimmt er Verantwortung und macht den Ball rein. Mit Aktionen wie dieser zeigt er, warum er hier Kapitän ist. Ganz stark. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Wird das Spiel jetzt endlich offensiver? Das erste Tor ist gefallen. Es hat ein bisschen gedauert heute. Vielleicht jetzt. Gute Aktion vom Torhüter. Ribéry verliert den Ball. Das wird hier Ecke geben. Benzema. Er kommt hier mit dem Kopf dran, aber nicht präzise genug. Der Ball vielleicht einen Tick zu hoch, dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Da gewinnt er den Zweikampf. Messi.
So, jetzt Barca am Ball. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Benzema. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Und jetzt Suarez. Da kommt der Steilpass. Messi versucht. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Ecke hier, das kann natürlich gefährlich werden. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Den Ball verlängert er per Kopf. Das könnte die Chance werden. Und jetzt der Schuss. Den hält er super. Barcelona bekommt eine Ecke. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Die Flanke von Neymar. Da kam der Ball rein, aber gut gelöst von der Defensive. Modric. Gute Aktion. Jetzt der Angriff von Barca. Da zieht er ab. Was für ein Tor. Ein wunderschöner Treffer. So musst du den Ball erstmal treffen. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Was macht Ronaldo jetzt? Suarez. Und Ronaldo. Da gewinnt er den Zweikampf. Rakitic jetzt am Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. James Rodriguez. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt Busquets. Da trennt er ihn vom Ball. Bale. Sie suchen die Lücke. Abgepfiffen, Foul vom FC Barcelona. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Er steht gut und hat den Ball. Iniesta. Und direkt zurückgespielt. Neymar hier mit Zug zum Tor. Kaum wurde es gefährlich, holte sich den Ball. Klasse. Steil gespielt, gute Idee. Sie müssen Neymar. Jetzt vielleicht. Gute Aktion vom Torhüter. Und jetzt gibt es einen Eckball für den FC Barcelona. Rakitic. Den Schuss verzieht er. Keine Gefahr für das Tor. Da kann er ihn stoppen. Iniesta. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt vielleicht. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. Gute Körperbeherrschung. Freistoß gegen Barca hier. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Er findet den Mitspieler. Schuss! Das macht er gut. Den Ball hält er fest. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und da verlieren sie den Ball.
Carvajal jetzt. Klasse Technik. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Und Neymar treibt den Ball nach vorne. Tolle Flanke. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Das war sehr optimistisch. Also die Entfernung war dann doch zu groß. Und das war's. Der FC